Bembel, heute gibt es wieder einen Bembel. Also. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ich wollte heute noch einkaufen gehen. Also, nee, erstmal haben wir verpennt. Ganz tolle Sache. Da hat mich Jan wieder bei Insta gedisst, logischerweise. Dann waren wir jetzt einkaufen, haben uns von Navi irgendwo hinschicken lassen. Naja, witzigerweise zu dem Penny, wo ich damals mit Toni war in der Unterkunft. Das heißt, wir waren genau in diesem Ort, wo wir halt damals waren. Déjà-vu. Und jetzt fahren wir, wir haben 10.42 Uhr, ein bisschen spät dran. Aber hoffen, dass wir wenigstens ungefähr um 11 Uhr im Büro sind, damit wir noch die fertigen Videos, die ich gestern noch nachts geschnitten habe, hochladen können und noch Dinge filmen können. Und wir wollen heute auch mal entspannt über die Messe laufen, ne? Weil wir nächstes Mal ein bisschen normale Dinge sehen und nicht wieder mit vollgepackt und so, ihr versteht schon. Bis gleich. So, wir wollen jetzt noch eben schnell was schneiden, damit auch alle Videos, die ihr sehen wollt, online kommen. Wenn ihr diesen Vlog seht, ist schon das Video von Void online, vom neuen Arcline Bus, von KME, von der VLS64. Also könnt ihr alles mal abchecken in der Videobeschreibung. Ich werde mal die Playlist verlinken, da könnt ihr euch alles angucken. Wir haben auch ein bisschen, wir waren ein bisschen einkaufen. Das wissen auch die meisten noch gar nicht. Schaut mal hier. Alles Fressage. Richtig geil, weil, oh, die rutscht. Jetzt können wir uns ein bisschen vollmampfen, brauchen nicht mehr so doll hungern. Jetzt gehen wir erst noch ein bisschen was drehen, ne? So, now we are on the way to Kim und so in Halle Frohr. Bei Ehrgeiz. The Key wegbringt. Was machst du da? Ich filme. Cool. Heute auch geiles Wetter am Start. Tante Erika. Wir sind nur auf der Suche nach Global Trust, um Jan zu treffen. Und wir sehen trotzdem, dass ordentliche Menschen mit D-Life arbeiten. Sehr, sehr cool. Ja, das ist ja schon wieder hier. Ey, was machst du immer bei uns? Ja, was rennst du mir mal ins Bild? Ja, du geiler Typ, der aber auch ins Bild, oder nicht? Guck mal, der lacht ja auch noch aus. Ja, okay. Ja. Ich will zu meinen Kühen. Ich erkläre nachher, was er meint, aber er ist ein sehr cooler Insider. Aber dann ist keiner, der messt kein Insider mehr, ist ja auch doof. Nee, irgendwann ist es, wenn es auflöst, ne, dann ist es auch doof. Ja, ist auch blöd. Heute Abend willst du essen? Ja, ne, ich denke, einen so einen kleinen und? Schnitzel wird drin. 2 Kilo schaffst du, oder was? Nee, ich wollte 3 habe ich als Ziel anvisiert, ja. aber ich denke, bei 2,5 wird es auch noch. Ich kann dir sagen, 500 Gramm ist wirklich genug. Also danach denkst du dir auch so, ich platz gleich, aber 250 ist zu wenig. Ich glaube auch. Dafür also brauchst du nicht in so ein Restaurant gehen. Ich muss ja mal erzählen, wir waren mal im Schnitzelkönig im Harz. Ja. Ist auch keine Schleichwerbung, hoffentlich. Nee. Kann man rausschneiden. Genau. War ich aber nicht. Ich weiß. Und ein Kumpel von mir, der hat dann auch diese 800 Gramm Bockwurst, Currywurst gegessen. Ne? Erst mittendrin ist er aufgestanden, raus. Weg war er. Ne? Nein! Er musste erstmal. Danach ist er reingekommen, den Rest von der Currywurst gegessen, war richtig, das war männlich, aber die andere Hälfte war halt im Bach daneben. Ne? So, wir waren jetzt noch bei Voice Acoustic, ein bisschen was drehen. Hast du wieder tolle Sachen gebaut? Ja, danke schön. Heute Abend Schnitzel essen? Heute Abend Schnitzel essen im Waldgeist, glaube ich. Ja, bis die Wampe platzt. Ja, wir haben auch einige Leute, die mitkommen. Unser Vertrieb aus Portugal, Spanien, Schweiz, Russland, die kommen alle mit. Wir sind echt also, viele Menschen, eine, über 20. Glaube, das wird ein schönes Voice Acoustic Family Treffen heute Abend. Ja, und wir freuen uns auch, ein paar neue Leute da kennenzulernen. Alles klar, Nico. Bis später. Bis dann, ciao. Nein, der Olli hat uns um 17 Uhr zu... Oh, hallo. Zu Yamaha eingeladen, zum Stand, um mit ihm noch ein Bier zu trinken. Das ist wirklich ein echt krasser Typ. Wirklich. Hallo. Ja? Wie man hier reinkommt, alles komplett still. Ja. Wir waren gerade noch bei Laser World, haben auch Kevin geholfen aufzubauen für den Livestream morgen. Und jetzt gehen wir erstmal zu Jan. Ich hab da gearbeitet. Du hast nur rumgesessen und kauen. Du hast gesagt, ich soll nicht arbeiten. Ich hab gesagt, du sollst mir keine Sachen tragen, weil du. Danke. Erwischt. Was? Ich nicht? Ich kann mich auch nicht sehen. Buff gegen Bein gelaufen. Nee, so, ich habe eine bessere Orientierung als der Bockwurst, Nico. Warte. Tschüss! Am Arsch so langsam! Wir sind beim Waldgeist eingetroffen, 5 Minuten früher losgefahren und trotzdem sind die da hinten schon da. Wie kann das bitte sein? Fuck off. Wir sind bald.
Oh, aber ich kann auch angekommen im Wald, Gaze. Geht schon gut los. Es gibt Ofen, zeig dich mal. Es gibt einen Futter. Ich glaube. Wir reden aber gerade über. Weißt du, warum man mich ausgewählt hat? Wieso? Nur weil ich das letzte Mal so ein riesiges Schnitzel gegessen habe und der Bauch mittlerweile rauskommt. Nein, nein, weil du alle zur Belustigung beigetragen hast. Deswegen. Was? Dass du das zur Belustigung beigetragen hast, deswegen. 99 Euro. Man munkelt ja, gib dem Bronco Schnaps. Oh, warte, das sieht nicht gut aus. Das wird heute auch nichts mehr. Das sieht doch hübsch aus. Das ist unsere werbende Lippersäule, die rumrennt. Das wäre so eine Ironie, wenn du jetzt Expat nicht draufgehabt hättest. Oder? Das machen wir dann morgen. Das wäre echt hart. Ich komme hier echt nicht mehr klar. Voice Akustik! Die wollten sich nicht mehr umsehen. Yay! Yeah. Das war euer Einsatz. Bembel. Heute gibt es wieder einen Bembel. Zum Glück habe ich das auf Kamera. So, geht schon gut los, ihr alle haben jetzt ihr Schnitzel. Wo ist der Feind? Ja. Hast du mir gerade gesagt, alle haben ihr Schnitzel? Oh, tut mir leid. Hast du das gerade eben gesagt? Ich habe nur die Mitglieder genannt, aber nee, tut mir alle. Nein, war Spaß. Könnt ihr mal auschecken, guter Kanal. Okay. Als Entschädigung. Alter, mach noch mal. Kannst du mal aufhören zu quatschen? Alter, du schockst nicht, wenn du nicht besoffen bist. Die Lippersäule, die Werbung hat, die fängt an, aufdringlich zu werden. Dein Schnitzel wird kalt. Ja, okay. Der hat die beste Laune heute schon. Ganz ehrlich, reicht dir das überhaupt? Oder ist das jetzt der Kinderteller? Du schaffst das doch sowieso nicht. Aber ja. Ich muss das wieder aufessen. Nein. Ich hab jetzt nur 500 Gramm bestellt. Guck bei ihm weiter, ich ess mal. Wer morgen am Donnerstag. Freitag. Wer morgen am Freitag. Warum denn jetzt Freitag? Ja, weil das Video jetzt morgen online geht. Wer also übermorgen am Er schnallt es einfach nicht. Er schnallt es nicht. Es ist so geil. Ich glaube, er will es nicht schnallen. Wo ist der Scheiß anspannen über den Raum? Wer also übermorgen am Freitag? Oh, was auch ist eben April? Guckt euch den Vlog von Stage an. Seht ihr das im Frontal an sich? Also, ich bewahre für euch. Also, ich bewahre. Nochmal, Cut! Können wir schneiden, Cut neu. Ich glaube, den sehen wir hier unten oder da. Ich habe am Freitag noch den Rest vom Bendel für euch. Bendel. Ich habe auch Bentley im Glas. Look, sag also, hätte ich das gewusst, hätte ich den Stativ noch hingestellt. Ruben, du weißt schon, dass du so einen Bembel besorgen musst, oder? Frag mal, ob du den mitnehmen darfst. Den nehme ich mit. Irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo man einfach auch keine Videos mehr im Waldgeist macht. Und das ist jetzt so. Okay. Nico! Ach nee. Ey, Nico. Nico, geh mal nimm mal dein Face aus diesem Ding da. So, ne? Nee, warte. So, jetzt ein Stückchen nach rechts, Ja, so ist auch okay. In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne sage ich nur Practice. And enjoy. Das war geil, du Schöne. Warte, noch mal kurz. Was? Ruben! Bembel. Du bleibst doch so schön. Bembel! Hab ich! Thumbnail, Bembel! Geil! Jägermeister sponsert mich noch nicht. Also, ohne Jägermeister. Practice and enjoy.